Die nächste Gruppe hat sich mit etwas beschäftigt, dass wir dieses Wochenende total viel am Anfang, auch Freitag Input hatten, und das sind offene Daten. Und was genau das ist, glaube ich, erzählt ihr auch gleich nochmal. Bei der Gruppe ist es wichtig, dass es eine Person gibt, die nicht fotografiert werden möchte. Das heißt, die steht dann dort. Bitte achtet deshalb auch auf privaten Fotos darauf, dass die Person nicht fotografiert wird. Genau, es reden aber trotzdem alle und machen gut mit in der Präsentation. Und deshalb freue ich mich total auf die Gruppe Social Box mit Henrik, Paul und Finn. Bühne frei. Darfst nicht. Hallo, wir haben Social Box gemacht. Wir sind Henrik, Paul und Finn. Ja, wir haben ein Programm geschrieben, das aus einer großen Tabelle von Funkkommentaren, die hat uns Funk zur Verfügung gestellt, haben wir ein Programm geschrieben, was von einer KI, also Funk hat eine KI, die bewertet, wie die Kommentare geschrieben sind, also positiv, negativ oder neutral. Und die haben wir dann ausgewertet und die verschiedenen Videos dann gefiltert und dann eine Prozentanzeige gemacht, wie viel vom Video die Kommentare gut oder schlecht bewertet wurden. Also für die Software haben wir Python benutzt und haben für den Arduino haben wir eine andere Software benutzt, die dann mit der Python kompatibel war, wo wir dann die Anzeige steuern konnten. Ja, genau. Also wir haben halt hier den Arduino und einen OLED-Display, auf dem das dann angezeigt werden kann. Das kann ich mal zeigen. Ja, ist nicht scharf. Aber man kennt's. Ja, gut. Also da oben ist halt der Titel von dem Video, und dann kann man an dem Balken, wenn jetzt eine bessere Kamera wäre, könnte man dann erkennen, wie viel von den Kommentaren jetzt positiv, negativ oder neutral gewesen wären. Und mit dem Joystick kann man dann auch durch die Videos wechseln. Danke fürs Zuhören, und den Code findet ihr auf GitLab mit der Hardware. Entschuldigung, noch kleine Orga-Gespräche. Ja, vielen Dank. Woher habt ihr denn überhaupt diese Daten bekommen? Das sind nochmal Sachen, die mich vielleicht interessieren würden. Also, die hat uns Funk gegeben. Ja. Also es war eine große Tabelle mit tausenden Kommentaren von den Videos von Funk, und da war dann eine Spalte mit den Bewertungen von der KI drin. Und wie sahen so die Kommentare aus? So kann ich mir das so vorstellen. So muss ich da jetzt Angst haben, stand da so dran, so Liv hat geschrieben, bla bla bla, was für ein blödes Video. Könnt ihr damit, also ist das auch ein Problem? Musstet ihr euch damit auch auseinandersetzen? Also war jetzt alles anonym, also wir konnten nur den Text sehen, der geschrieben wurde. Und da war alles Mögliche dabei, also gute, schlechte oder alles Mögliche drin. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Genau, soweit ich weiß, kriegt ihr auch alle danach noch einmal einen Link zu dem Datensatz. Also falls die anderen Leute noch damit Lust haben, rumzuexperimentieren, was so für Daten unter YouTube-Kommentaren geschrieben werden, kann das auch noch für weitere Projekte total spannend sein. Genau, aber ihr habt damit schon ein super cooles Projekt an diesem Wochenende gebaut. Und mit so einem riesigen Datensatz zu arbeiten, ist ja auch einfach nicht, es ist ja auch nicht einfach. Das sind ja sehr viele Daten, und man muss immer gucken, stimmen die? Ich glaube, jetzt hat Funk die sehr schön für euch aufbereitet. Aber sonst muss man ja auch immer gucken, sind das überhaupt nützliche Daten? Und das ist ja total viel Arbeit. Und ich finde, ihr habt das total schön visualisiert. Vielen, vielen Dank.